WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Jetzt sagen Sie nicht, das ist schon wieder Dienstag. So, die Temperaturen steigen auf griechische Normalwerte. Der Ball rollt und wenn alles gut geht, werden die Sommermädchen das Sommermärchen der Jungs zu Ende schreiben. Das hofft zumindest Angela Merkel, die auf der Tribüne jetzt wieder publikumswirksam als sogenannter Edelfan die Fäustchen ballen darf. Das englische Wort Fan wird laut Lexikon übrigens wahlweise mit Fächer, Liebhaber, Lüfter, Gebläse oder Ventilator übersetzt. Ich schwanke noch zwischen Edelventilator oder Edelgebläse als perfekte Umschreibung der Merkelschen Darbietung. Aber egal. Wichtig ist nur, der Fußball lenkt als wichtigste Nebensache der Welt von der Hauptsache ab, der kompletten Orientierungslosigkeit dieser unserer schwarz-gelben Bundesregierung. Dabei hat sich die FDP nach ihrem Neustart unter Philipp Rösler ja völlig neu erfunden und fordert jetzt zur Abwechslung mal, Achtung, Überraschung, Steuersenkungen. Aber während bei Westerwelle alle geschrien hätten, ist er denn jetzt komplett verblödet und lernunfähig, zucken alle nur noch mit den Schultern. Ach mein Gott, ja, die FDP halt. Das ist der Unterschied. Den Westerwelle, den konnte man noch richtig hassen. Den Rösler möchte man am liebsten in den Arm nehmen und trösten. Ist doch alles nicht so schlimm, Kleiner, das wird schon wieder. Rösler ist der perfekte Vorsitzende für eine Partei, die in der Trotzphase stecken geblieben ist, bei jeder Gelegenheit mit den Füßchen stampft und kreischt, ich will aber Steuersenkungen. Anders aber als die bedauernswerten Mütter mit ihren quengelnden Kindern an der Supermarktkasse, weiß Mutti Merkel, sie kann das unerziehbare Blag wieder loswerden. Notfalls durch vorgezogene Neuwahlen. Und um den Platz auf Muttis Schoß kämpfen jetzt die Grünen. Die haben mit ihrem Ja zum Atomausstieg der Bundesregierung bewiesen, dass sie ihre Trotzphase überwunden haben. Wenn es denen jetzt noch gelingt, im Schatten des Sommermärchens Stuttgart 21 als größten Krötentunnel Europas umdeklariert zu Ende zu bauen, dann steht einer schwarz-grünen Beziehung nicht mehr viel im Weg, zumal die CDU jetzt auch nur ihren Widerstand gegen die Gemeinschaftsschulen aufgibt und die Hauptschulen abschaffen will. Und die alte Tante SPD sieht ihre grünen Felle davon schwimmen. Deshalb plant sie jetzt, sich mit Peer Steinbrück als Spitzenkandidat bei Mutti einzuschleimen. Merkel und Steinbrück, das war doch das Erfolgsgespann der Großen Koalition, die wir alle so toll fanden. Oder ist ein Kanzlerkandidat Steinbrück nur ein Sommerloch-Ness-Ersatz für den Fall, dass das Sommermärchen böse ausgeht? Ich jedenfalls schreibe jetzt mein eigenes Sommermärchen und mache Jahreshalbzeitpause. Bis neulich, im September.